Alles brandneu hier. Und Schulle, Lou und Lars dürfen die Sachen als Erste tragen. Beim Fotoshooting bei Fotoform Plus präsentierten unsere drei Spieler unter der Woche die neue Fanshop-Kollektion, die Ende März erhältlich sein wird. Schauen wir doch einfach mal rein, was es da so Neues geben wird. Und unseren Protagonisten hat es sichtlichen Spaß gemacht, die neue Kollektion zu präsentieren. Das ist alle Klamotten von 96, ist gut. Und dann, ja, mit Foto jetzt für den neuen Katalog für die nächste Sommer. Und dann, ja, das ist mit unseren drei Spielern, alles Foto machen, alles gut. Ja, war schön, war wieder schön, kann man sagen. Ja, ein paar Sachen habe ich auch schon mitgemacht, von daher. Hat wirklich Spaß gemacht, mit den Fanartikeln, die hier waren, dann noch zuzüglich noch mit den Anzügen, hat heute sehr viel Spaß gemacht. Ja, eine angenehme Abwechslung. Ich denke, gelungene Hoodies haben wir heute zur Schau gestellt. Ein bisschen was anderes, wie der gewohnte Alltag mit dem Trikot oder in Sportkleidung. Heute mal ein bisschen was anderes und ich denke, ja, da können sich die Fans auch was freuen. Aber nicht nur in den neuen Shirts und Hoodies wurde geshootet. Lars, Schulle und Lou wurden auch noch in einem ganz feinen Zwirn gesteckt. Und zwar von 96 Supplier Low & Go. Das war sehr interessant. Die Jungs sind nicht nur auf dem Fußballplatz Profis, sondern auch hier im Studio. Sehen fantastisch aus. Wir haben heute verschiedene Sachen gesehen. Einmal ganz normale, in Anführungsstrichen normale Baukastenanzüge, die man sich zusammenstellen kann. Man kann ständig nachkaufen. Dann haben wir gesehen, unter anderem bei José Lo im Smoking und auch bei Christian Schulz mit Hochzeiten, wo Dinge maßgefertigt werden. Also merkt euch vor, Ende März gibt es unsere neue Fanshop-Kollektion. Und wenn ihr einen ganz feinen Zwirn benötigt, dann schaut unbedingt bei Low & Go in der Windmühlenstraße in Hannover vorbei.